Und herzlich willkommen zurück zu dem Spiel, wo wir 121 Pokale gewonnen haben. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Vor allem weiß ich gar nicht, wie man hier wieder rauskommt. Die Treppe kommen wir nur wieder ins Labyrinth rein. Ich will aber gar nicht ins Labyrinth. Ich will ja eigentlich raus. Aus dem Labyrinth. Kann man nicht einfach irgendwo springen? Warum haben sie sich hier einen Teleporter hingesetzt, um wieder nach draußen zu kommen? Problem ist, sterben kann ich auch nicht, weil dann verliere ich alle meine Pokale. Gibt's hier eine Ender-Chest? Vor Wut muss ich jetzt mir jetzt erstmal nochmal ein paar Pokale holen. Das sind auch alles die gleichen, ne? Ja, alles die gleichen. Ah, gut, okay. So, dann holen wir uns mal noch ein Stack. Ah! Ja, so, jetzt haben wir genau zwei Stacks. Da, dann gehen wir wohl mal wieder zurück hier. Ich weiß nicht genau, ob jetzt ein Teleporter kommt, der uns rausführt. Das wäre natürlich. Nee, jetzt hey, ist gar nichts. Hä? Wait a minute. Ich meine, gut, jetzt gibt es ja noch zur Not noch den Spawn-Befehl. So. Spätestens über den kommen wir halt zum Spawn wieder. Ich wollte aber gerne hier oben bleiben. Weil hier gibt es ja noch andere Gebäude, die ich analysieren möchte. Na gut. Wir finden den Weg schon zurück. Ne, bitte mit N. Dankeschön. So. Das war. Wo war das? Ich habe keine Ahnung. Das müsste. Da irgendwo gewesen sein, oder? War doch hier irgendwo. Ja, genau, da hinten ist es. Aha. Da ist die Seilbahnstation. Sehr geil. So, und hier ist die Gondel. Da fahren wir mal wieder hoch. Der Mond, Alter. Not bad. Not bad. Was ist das denn da hinten für ein Ding? Sie sieht aus wie so ein UFO. Lol. Ah, da waren wir gerade drin. Und haben es gemeistert. Durch reines Können. Da kann diese Kamera. Also diese. Da muss ich ja bei meinen Videos eine Epilepsie-Warnung einblenden. Ja. Einmal aussteigen. Und mitnehmen. Danke. Ich hoffe nur, wir denken dran, wenn wir die Server irgendwann mal verlassen, das Ding wieder hinzusetzen. So, hier ist der Garten. Wir versuchen da mal reinzukommen und das Ding auf die Spitze zu treiben. Der Eingang ist genau hier. Ach. Hier ist eine ganz ordinäre, klassische Treppe. Das ist ja ganz ordinär und klassisch. Aua. Bäh. Gut, durch die Fenster die sieht man leider kaum was. Kann ich da rein? Kann ich da? Aha. So, ihr kriegt einen Pokal. Herzlichen Glückwunsch. Nice. Kann ich hier wieder runter? Warum kommt man aus den Gebäuden nie wieder raus? Muss ich den ganzen Weg zurücklaufen? Kacke. Katakomben hat ein bisschen mehr Aussicht, aber man sieht hier durch diese durch die Dinger hier leider gar nichts. Ah, hier ist überall dieses Gestein. Da ist noch ein schönes Häuslein. Na komm. Ja, wir mal wieder runter. Yay. Yay. Autsch. 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 Summoner. Siehst du, das ist halt genau das Problem, ne? Wenn so ein, ich weiß gar nicht, Schmetterlinge oder
Quäßlinger? Glühwürmchen? I don't know. Wenn die halt nur so aus so zwei, drei Pixeln bestehen, dann sieht es halt süß aus. Wenn es jetzt aber so hoch aufgelöst ist und dann aber trotzdem nur die Animation nur drei Bilder hat, dann sieht es halt stockermäßig aus. Wisst ihr, was ich meine? Versteht ihr, was ich meine? Oh, da sehe ich wieder den. Nee. Der Junge hat mir Trauma gegeben. Oh, was denn? Was ist das denn? Alter, hier sind so viele Gebäude. Also das Bilderteam hier hat definitiv sehr viel Fantasie. Also jetzt nicht böse gemeint, sondern wirklich positiv gemeint. Ich persönlich bin ja eher einer, der sowas gar nicht kann. Ich finde zwar super schön, aber ich kann sowas halt nicht bauen. So, ich brauche halt immer irgendwie einen Bezug zur Realität. Oh, die HD-Texture-Leiter. Ja, weil. Also ich kann eigentlich fast nur technische Sachen bauen. Guck mal hier. Hier ist irgendwo. Hier, der Ausgang. Aha. Ah, eine Endertruhe. Endlich. Ja. Ist auch eine Endertruhe, ja, genau. Sehr geil. Hey, was hier? Ach, hier ist eine richtige Tür. Die man aber nicht zumachen oder aufmachen kann. Warum muss man denn hier ins Leere klicken? Das kann ich ja gar nicht. Ist das auf meinem Server genauso? Glaube nicht. Aber müsste auch die gleiche Mod sein. Ja doch, eben, ist auch die Home-Decor-Mod. Lol. Ist mir noch nie aufgefallen. Man macht ja jetzt die Türen zu, Alter, es sieht. Ui. Na gut. Ich meine, das soll wahrscheinlich einfach so ein Bonsai darstellen, der gerade hier wächst. Ist natürlich blöd, dass das Ding da rotiert, weil dadurch wirkt es nicht so wie eingepflanzt, sondern eher wie Magic. Aber gut, so geht's auch. Zumindest ist eine schöne Andeutung. Zumindest wusste ich direkt, was damit gemeint ist. Das war's ja schon fast, ne? Aber hier ist noch ein Haus, da will ich auch gerne nochmal rein. Ah, hier ist der gute Klassik Topogen. Weg zum Spawn. Ach, hier ist gar nicht richtig. Weg zum Spawn. Ach, na gut, aber erstmal gucken wir uns das Haus da hinten an. Ah, ne, ist das. Nee, doch. Hier, da. Na so groß ist es dann doch nicht. Was ist das denn? Ja, so groß raus ist es denn doch nicht. Cool, dann gehen wir mal den Weg zum Spawn. Es ist hier relativ häufig dunkel, kann das sein? Achso, okay. Ich dachte, der geht komplett bis zum Spawn. Aber der geht nur hier bis zum Fluss. Gut, dann, ach scheiße. Jetzt haben wir auch die Gondel in die Endertruhe gepackt, ne? Verdammt. Gut, dann wird der Spawn seine Gondel nie wiederfinden. Weil das Problem ist, an meine Endertruhe kommt, glaube ich, nicht mal der Atmen ran. Oder gibt es eine Mod, um auf die Endertruhe von Spielern zuzugreifen? Also mir ist ein bisschen keine geläufig. Oh, ich bin im Spinnennetz gefangen. Wo war jetzt das andere komische Haus? War doch da hinten irgendwo, ne? War doch das hier, ne? Nee. War schon geil mit den Hängebrücken. Sieht von unten fast noch geiler aus als von oben. Da gehen wir jetzt mal als nächstes rein.
Ich würde aber gerne mal wissen, wie man, nein, nicht zu dem Typen, sondern zu den anderen Häusern, die da oben auf den fliegenden Inseln sind, hinkommt. So, wo ist denn hier? Hier müsste irgendwo der Eingang. Oh, lass mich durch, du Arsch. Aber. Ich glaube, ach, doch hier. Weil ich gerade sagen, hier gibt es ja keinen Eingang. Hui. Hui. Und jetzt so? Da. Oh, ein großer Raum. Das Schiff erinnert mich gerade unglaublich an das Ding, ich weiß nicht mehr, eins von diesen Unity-Benchmarks. Da gab es auch so ein fliegendes Schiff. Ist es das? Gut, vielleicht hat Unity ihn auch nur irgendwo rauskopiert. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie dieser Benchmark hieß, aber es gibt ja jetzt diese neuen, diesen Superposition, und da gab es damals diesen Valley. Und nach dem Valley, den Benchmark, da war man auch auf so einer fliegenden Inselgruppe. Und da war halt auch so ein fliegendes Schiff mit dabei. Good old times. Der, wie hoch geht denn hier noch? Ah, ich glaube, wir sind gleich da. Oh. Reisenetzbox. Kunstflow. Geht's hier zum Spawn-Netzwerk? Zum Turbolnet-Netzwerk? Oder ist es das Turbolnet-Netzwerk? Ich habe keine Ahnung. Scheiße, wir müssen nicht dem Admin zugehören. Wer weiß. Hä? Moment mal, höher geht's gar nicht? Wait a minute. Da geht's gar nicht hoch. Was ist das für eine Schweinerei? Warum sind über Fragezeichen hinter? Spawnbunze. Space O negative. Cloud Base. Oh, das sieht aber sehr weiß aus. Oh, das sieht aber sehr hoch aus. Oh mein Gott, wo sind wir denn hier? Ich habe mal kurz unbegrenzte Sichtweite aktiviert. Da müssen wir zwar irgendwo aus dem Spawn sehen. Außer das Spawn ist genau unter uns. Ich kletter mal ganz vorsichtig. Ja, ich sehe den Spawn-Bereich gar nicht. Unbegrenzte Sicht aktiviert. Wir müssen da irgendwo jetzt den Spawn sehen. Haben wir einen Nackholm? Hä, wo ist denn der Spawn? Unbegrenzte Sicht aktiviert. Das heißt, die geladenen Blöcke müssen irgendwo sein. Boah! Okay, das ist. Holy shit, boy. I'm very angry, Ronix. Jumped to death. Wo sind wir gerade gestorben? Wo sind wir gerade gestorben? You died here. Da 12 Kilometer. Wollt ihr mich ficken? Hui. Vielleicht schon auf der Reise mal ein bisschen Nahrung. Dann müssen wir nicht immer wieder zum Spawn gehen. Aber bloß noch 11 Kilometer geht ja. Geht ja relativ ratzfatz. Aufgrund von Fast. Amphibious. Was ist denn hier für eine Kraterlandschaft? Haben die Bäume abgebaut oder was? Sieht ja fast so aus. Na ja, hinten endet auch der Spawn-Bereich. Was ist das denn hier? Käfer will Gloam immer. Aha. Guck mal, die anderen Spieler sind auch alle da hinten. Wir gehen mal zu den anderen Spielern. Mal gucken, was die so machen. Weil hier bei dem Spawn sind wir echt die einzigen, die da sind. Da hinten muss also irgendwo. Wow. Irgendwas sein, was noch spannender ist als der Spawn. Bin ich mal gespannt. Vor allen Dingen, ob es irgendwo Essen gibt. Oh, es hat goldene Äpfel.
Das, Alter, Spawn Extension? Digga, wie riesig ist denn der Spawn? Kann man die auf dem Server überhaupt bauen? Ist ja alles Spawn-Gebiet. Heilige Scheiße. Guck mal, ein Trader. Das heißt, wir können hier auch. Wir sind endlich aus dem Spawn-Gebiet raus. Yay. Aber schon tauchen überall NPCs auf. Das heißt, ab jetzt können wir uns doch mal auf der Suche nach Nahrung machen. Schade, keine Kiste. Diese ganzen NPCs, die rumlaufen, erinnert mich unglaublich an. Es gibt dieses eine Rollenspiel für meinen Test. Oh, Äpfel! Ich weiß gerade nicht. Gott, wie heißt denn das? Digga, viele Äpfel gibt's hier bitte. Holy shit. Wir haben nie wieder ein Hungerproblem. Die Abkürzung war irgendwas mit E. Gott, wie hieß denn das? Ich habe letztens noch im Forum darüber gelesen oder geschrieben oder irgendwie sowas. Lass mich ran. Warte mal kurz. Ich muss mal ganz kurz hier. Screen 2. Forum. Nein. Mein Test. RPG. Adventure. Roleplay Games. Lord of the Test. Das hier ist es doch. Goddammit. Das habe ich früher mal gespielt. Ich habe die Welt sogar noch. Ja, und da gab es halt auch extrem viele NPCs, die überall rumgelaufen sind. Da musstest du dich auch richtig in eine Rasse ein. Also da gab es dann verschiedene Rassen. Da gab es Menschen, dann gab es irgendwelche Golems und da gab es irgendwelche Elfen und noch irgendwas. Vier Rassen gab es, glaube ich. Und ja, also das ist ein richtiges RPG-angelehntes Spiel. Ist wahrscheinlich wirklich darauf ausgelegt, dass du da auf dem Server spielst mit sehr vielen Spielern. Weil alleine war es relativ langweilig, weil du hattest halt keine Gegner oder keine Mitstreiter oder... Ne? Aber ja, das hier, das hatte ich halt mal gespielt und da gab es auch sehr viele NPCs. Du kommst mal weg. So, meintest du. Weiter. So, ich glaube, wir haben genug Äpfel. 44. Sollte erstmal. Nee, bei weitem nicht. Wir brauchen viel mehr Äpfel. Und es gibt so viele davon. Holy shit. Alter, so eine Bäume brauche ich auch immer. Oh, brauche ich auch. Er ist ja krank. Sind das ja richtige Äpfelbäume oder was sind das hier für Dinger? Ja, doch, Äpfel. Von der Mordium ist Mod. Na gut, die habe ich ja bei mir nicht drauf. Weil die manchmal unschöne Sachen macht. Ne? Er ist ja. Teilweise werden die Bäume relativ komisch platziert und auch bei Stellen platziert, wo sie nicht wirklich hingehören. Und dementsprechend, da ich damit immer ein bisschen unzufrieden war, wenn dadurch dann der Server verschandelt wird an manchen Stellen. Deswegen habe ich die Mod nie raufgemacht. Und dann gab es auch noch eine andere Mod, ich glaube, das war sogar auch diese Mortis-Mod. Die hat tatsächlich sogar irgendwelche Fehler gemacht, weil die mit irgendwelchen anderen Mods nicht klar kam. Oder selbst einfach Probleme. Oh, gibt es gar Bananen. Ja, stimmt, ganz vergessen. Ha! Ja, gut. Bei dem Isabel Map Gen, was das ja hier ist, denke ich mal. Oder zumindest einer, der auf Isabel basiert. Hier brauchst du bloß Bananenbäume finden. Und wenn du sobald du Bananenbäume gefunden hast, hast du ausgesorgt. Es gibt. Ne, bei so einem Biom gibt es so viele Bananen. Guckt mal hier, alles voller Bananen. Also wenn du so ein Biom gefunden hast, dann hast du echt essenstechnisch ausgesorgt.
Aber die Bäume hier sind auch ganz geil. Also hier sowas zum Beispiel. Ne, dieses ineinander wachsen. Das ist halt so eine unschöne Sache von dieser Mordtrees-Mod, die ich persönlich halt absolut nicht mag. So. Weil diese Mordtrees-Mod ein ganz komisches Verständnis von Biomen hat. Und bei Biomen Bäume registriert, wo eigentlich gar keine Bäume hingehören, optisch. Oder halt so schon andere Bäume sind und dann wachsen da mehrere verschiedene Bäume ineinander und solche Scherze. Also schwierig. Sehr schwierig. So, jetzt haben wir aber genug Essen hier. Wo ist jetzt eigentlich unser Denten? Noch 9,5 Kilometer. Alter Peter. Komm mal später. Oh, ein Haus. Das haben wir auch schon gemacht. Schön idyllisch. Teilweise blind. Kann sein, dass ich den Chat nicht sehe. Oh, verdammt. Der mag wohl keine Besucher. Verdammt. Well, I guess we are fucked. Tatsächlich, was war denn hier? Ah, hier. Ich komm raus. Ich schaff's. Da leck mich doch am Arsch. Verdammt. Wie kommen wir jetzt hier raus? Ey, was ist hier los? Kann ich mich irgendwo hochspringenderweise? Nee. Das ja unfortunately. Ah, verdammt. Das war fast gut. Ja. Ja, scheiße. Alles, was ich muss, ist auf dieses Dach raufkommen. Oh, verdammt. Ah, ich bin so raus aus Jump'n'Run. Ah, Mann. Ich habe schon ewig keinen Jump'n'Run mehr gemacht in meinem Test. Gut. Okay. Ich meine, wir könnten auch cheaten, indem wir immer auf dem Ding... Ich sollte vielleicht weniger reden und mich mehr darauf konzentrieren. Aber was ist jetzt hier los? Wir können natürlich auch jetzt hier einfach ein Set Home machen. So, müssen wir nicht mal den gesamten Weg zurück machen. Du willst einfach Home machen und schon dann... Wow. Partikeleffekte, Alter. So. Jetzt müssen wir nur noch von hier da oben raus. Ah, Problem ist durch die Schräge, die ist da so extrem nah. Das hier ist doch schwieriger, als ich dachte. Ne. Das wird wahrscheinlich nichts bringen. Und dadurch, dass die vier hoch sind, ich muss noch höher kommen. Ja, die sind auch wieder vier hoch. Das heißt, ich kann auch hier nicht hier rüber springen oder so. Da ich nichts habe, was drei Blöcke hoch ist. Ist das jetzt nicht wahr, sag mal. Blöde Meldung. Kann ich nicht einfach ein paar Blöcke platzieren? Verdammt. Los. Schneller. Arsch. Oder wir gehen zum Spawn und müssen die gesamte Strecke nochmal laufen. Boy. Kommt man da echt nicht rauf? Nee. Ich krieg nicht genug Schwung. Vor allen Dingen das Problem ist, ich komme auf diese Schräge nicht rauf, weil... Die Schräge ist halt auch auf der vierten Ebene. Das heißt, ich müsste auch von hier zwei Blöcke hochspringen können. Und das funktioniert nicht. Und hier ist nichts, was drei Blöcke hoch ist. Das ist doch nicht wahr. Gut, jetzt gibt es natürlich noch einen Trick. Ich könnte jetzt einfach kurz meinen WLAN deaktivieren.
Zeige ich euch das mal kurz. Nee, ich glaube nicht. Das wäre ja Anstiftung zu einer Straftat quasi. Wäre keine gute Idee. Ich kann es höchstens offscreen machen. Gut. Ich stell mich mal hier hin und sehen wir uns in der nächsten Folge dann hinter dem Bambus wieder. Oder ich mache das mit dem Cheat-Client, geht ja auch, ne? Viele Möglichkeiten. Ja, es gibt viele Optionen rauszukommen. Und hey, es ist ja ne, nicht, weil ich irgendwas kaputt machen möchte, sondern nur, weil das hier fucking Gefängnis ist. Ja. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dann.